Beams! Tut mir schon leid irgendwie. Müssen für mein Vorankommen sterben. So, hier hat das Spiel angefangen. Und hier ist Ende, ja. Also, ich sollte vielleicht doch eher ins Dorf. Okay, ich werde es schnell... Ah, halt, da müssen wir runter. So, nur die nötigsten Gegner, nämlich dich. So, weiter geht's. Die fliehenden Bambis. Lauf nicht weg, Bambi! Ich glaube, ich habe keinen einzigen Teleportstein, sonst könnte ich mich hier wahrscheinlich auch rausbeamen. Das ist so geil! Ich fliege halt einfach mal so durch die Gegend. Oh, verdammt, aber habe ich zu lange gewirbelt. So. Moment, kriegen wir noch ein paar Materialien dafür. Ja. Und du stehst wieder im Weg. Arsch. Ach, ich liebe diesen Move. Also der fliegende Staubtornado ist einfach der Hammer. Whee! So, geh mal aus dem Weg. Ihr versperrt mir die Sonne. Muss ich hier hoch oder runter? Hab schon wieder den Weg vergessen. Okay, ich glaube hier lang. Ach ja, unten war glaube ich hier diese Kiste oder sowas war doch da. Oh, hey. Bei dir wollte ich gar nicht vorbei. Ah. So. Ja, das ist typisch durch die Gegend eiern, wenn man nicht weiß, wo man hin wollte, musste, sollte, hätte, täte, müsste, könnte, würde. Ja, wisst ihr Bescheid? So, einmal an euch. Und wir flattern wieder durch die Gegend. Nein! Ich wollte gerade aufhören. Wird der Counter ein bisschen zurückgesetzt, wenn ich jemanden treffe? Ich glaube schon. Ich habe das Gefühl, dann wirbel ich ein bisschen länger. So, mein Freund, der viele Waren hat. So, aber jetzt sind wir hier fast wieder weg. Nee, ich habe das Gefühl, das doch nicht. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen getäuscht. Es ist so legendär. Das feiere ich, also das werde ich auch noch eine ganze Zeit lang feiern, glaube ich. Weil mir der Move einfach gefällt. Okay, sind wir wieder bei dem alten Ehepaar, beziehungsweise bei der alten Frau. Der Mann war irgendwie nicht da. Der war, glaube ich, gerade unterwegs. Schaut mal, wie ich fliegen kann. Genau, ich. Ey. Ignoriert nicht meine Killer-Move. Bams! So. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben ein... Huch. Die Weihe. Ach, jetzt kann ich hier hin, wo ich befreite Freunde treffen kann. Schau mal, was bringt mir ein Meat Boy? Hallo, ich möchte gerne Meat Boy besuchen. Hallo Meat Boy, wie geht's dir? Ach, und hier gibt's dann noch was. Ein Resonanzstein. Purpurroter Resonanzstein. Öffnet die Tore derselben Farbe. Ah ja.
Kann ich also lila eine Tore öffnen? Was ist das hier oben? Da ist anscheinend irgendein Enten-DJ. Irgendwann mal. Den können wir anscheinend auch befreien. Mal gucken, vielleicht finden wir den ja irgendwann. Das ist dann unser neuer Freund. 100% erforscht, 100%, jawohl. So, dann ab ins Dorf. Und reden wir einfach mal mit den Leuten. Für irgendwen habe ich ja was gemacht. Wer bist du denn? Ah, Dust. Thank you again for your help. How's your leg doing? Ach, das war der alte Mann. I think I'll be all right. Just need some time to think, is all. Okay, dann denk mal in Ruhe darüber nach, was du getan hast. Und was geht bei dir? Thanks so much for your help. Please, make yourselves at home. Okay. How are you two holding up? Don't worry about us. I'm in no rush to take on a giant, but I think we're in the clear. Alles klar. Bis wofür habe ich jetzt Erfahrungspunkte gekriegt? Weil ich mit ihm geredet habe. Vielleicht. So, hatten wir irgendwas Gianni, offen? I want to ask you about a boy named Corbin. Ah, das ist Gianni. Have you seen him? Where has that foolish boy run off to? I was hoping you could tell me. He must still be wasting time in Ivydale Glen. I just knew I shouldn't have trusted that boy with cleaning my fabrics. Corbin is doing your laundry outside the village? I do not see why this is so difficult to comprehend. But then I suppose you don't have the capacity for rational thought. If you are so concerned, maybe you should go look for him instead of waffling about. Oh, I'll find him. Then we're going to have a little chat. Was ist er für ein Arschloch? Okay, kleine Übersetzungsfehler zum Trocken rausgehen. Maska, I'm afraid I have some bad news. Oh? Is everything all right? We traveled to Denim. It's been burnt to the ground. What? Oh, no. No, no, no! But there was a note. It's addressed to you from somebody named Sarahi. Sarahi? Oh, thank goodness. She must be alive. She must have escaped. Please, let me see it. What do you think, Maska? She mentions a place that only the two of us know about. It's a hidden cove not far from here. Please, Dust, go there and see if she's safe. I'll be following, but I'm no fighter. If you insist on coming along, be sure to keep your distance. Yeah, when Dust starts swinging that sword, you don't want to be anywhere near him. You seen the screen? He just goes... Oder wo sie recht hat. So, Zusammenführung. Was müssen wir jetzt machen? Im verborgenen Hain. Fahren wir da nicht erst? Sind wir da nicht gerade durch die Gegend geeiert? Haben wir sonst noch irgendwas, was wir gerade fertig haben? Besser als nichts. Kobold heute. Ich scheine nach irgendeiner Kiste zu suchen. Ja, nach was für einer Kiste? Hier geht's auch nirgendwo nach unten. Ist vielleicht noch irgendwas, was sich erst noch öffnet. Nee, ja, das ist Reed, unser alter Kumpel, der nach einer Kiste sucht. Moin. Okay? Please don't take this the wrong way, but I'm not really in a talkative mood. Okay, alles klar, Ginger. Okay, ach, da ist das Fähnchen, wo ich hin muss. Das ist mein Main Quest praktisch. Moin, was geht bei dir? Oh, Dust. We are indebted to you for what you've done for us. Das sind die alten Leute. Gian and I are just going to rest for a bit here in Aurora. Actually, maybe you could speak with him? He would never admit it to me, but I just know something is troubling him. Of course. Where is he now? He's been pacing near the west entrance of the village, near the field where you rescued us. Thank you, Dust. For everything. Hey, level up. So, schauen wir mal. Ich habe ja gesagt, wir gehen als nächstes auf Fidget. Yay. So. Damit Fidget mehr Schaden macht. So, hier haben wir einen Händler. Und zwar wollte ich da mal reingucken. Best selection you'll ever find in this store at this moment in time. Please, look around. At this store at this moment of time. So, hier. Koboldhaut.
So, wie sieht Kobalthaut eigentlich aus? Bestienleder. Kobold heute. Wie viel habe ich denn da? Ist das mein Inventar? 53 oder kann ich 53 kaufen? Mein Vorrat. 5. Ach, ich habe 5. Ja, ja, ist okay. Lass mich in Ruhe. Ich hab alles, was ich brauche. Ich brauche deine Hilfe nicht. So, wo ist er denn? Du wolltest das nicht. Du bist hier mein Oberquest-Tiny. Du warst das. Please, let me know if you come across those materials. I'll keep my eyes open. Much appreciated. I'll be waiting right here. Hallo, ich hab doch 5, oder nicht? Moment, Materialien. Riesenkern, Bestienleder. Oder nicht? Kobold heute, 5. Mission. Ja, ich hab deine 5. Let me know if you come across. I'll keep my eye. Oder muss ich die irgendwo einsetzen? Nein. Da nicht. Das sind Schlüsselobjekte irgendwie. Beim Ring bestimmt auch nicht. Was? Okay, Ballas ist verwirrt. Oder darf ich die Quest noch nicht abschließen? Schau mal, ich kaufe mich. Ja, ja, komm hier, gib mir Kobold heute. Ich weiß ganz genau, dass du welche hast. Wo sind sie? Hier. So, gib mir mal 5. So. So, danke schön. Tschüss. Ich muss nochmal hier, also. Mal gucken, ob das jetzt, ob das jetzt haben wir. Please, let me know. I'll keep. Much appreciate. Hä? Hallo, ich hab 5 Kobold heute. Ich hab dein Zeug. Nimm die Kobold heute. Hier, ich habe auch noch ein bisschen Pusteblumen für dich. So, sehr glücklich. Okay, dann halt zu dir. It's great to see you back, son. I knew you could do it. The monsters have already calmed their advance. Tell me, what happened? Did you confront their leader? He was right where you said he'd be. In fact, he seemed to be waiting for us. Waiting? In the middle of a small village, surrounded by the innocents he killed. Oh no. That could only be Denim Village. Did you find any survivors? No. I'm sorry, Mayor Bram, but there were none. This creature that attacked the village, he was some kind of lizard. Wore strange armor. Called himself Fuse. A lizard, you say? A moonblood, perhaps. I wonder if Ginger would know anything about that. Ginger? That girl up on the hill? Her family was killed almost a year ago in Zeplik Village, a few days' journey to the north. General Gaius and his soldiers were looking for Moonblood sympathizers. General Gaius? Do you know who he is? Not personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him or his soldiers personally, but tragedy tends to follow in their wake. Sag ich doch, er wird der Böse sein. So why did they kill Ginger's family? They were helping the Moonbloods, of course. Helping the enemy is a treasonous offense. Ginger escaped, but her parents and her brother did not. Regardless, I can't thank you enough for putting a stop to that mad beast before he came any closer to Aurora. If you want to ask Ginger about Fuse, I'd suggest you hurry. It looked like she was preparing to leave town for a while. Good luck. Okay. Das heißt, die Hort's eilig, aber wir schauen mal. Ah, verborgener Hain und Ifritar. Wir waren auf der Lichtung. Gehen wir mal in den verborgenen Hain. Wir machen jetzt mal Nebenquests. Aber im verborgenen Hain schauen wir, was es da gibt beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Tschüssikowski.